Hallöchen, Hallöchen zusammen. So, wir sind wieder auf dem Startplaneten, auf dem schönen grünen Planeten, weg von der Lava. Ich habe ein bisschen was eingepackt, was ich so produziert hatte bis dahin. Hier Silizium und Titanbarren, für den Fall, dass wir es brauchen werden. So, heute wollen wir auf jeden Fall mal unsere Energiematrix-Produktion etwas pimpen. Und was ist da besser, als die bestehende Produktion zu optimieren? Genau. Wir haben ja hier dieses Ölvorkommen. Kriegen hier eine Ölraffinerie Öl. Refined Oil und Wasserstoff. So. Und den Wasserstoff, können wir hier in der Ölraffinerie jetzt mit der neuen Forschung, mit diesem X-Ray Cracking, können wir das noch verbessern. Und dann werden wir auch mal ein bisschen von dem Öl los. Da brauchen wir zweimal Hydrogen und einmal Refined Oil. Kriegen dann aber auch zwei Sachen raus. Und das passt aber ganz gut, weil beide Sachen wir hier brauchen werden. Also werde ich auf jeden Fall schon mal einen Graphitschmelzer entfernen. Den brauchen wir dann definitiv nicht mehr. Es darf sich ja nicht stauen hier. Es darf sich auf keinen Fall stauen. So. Dann müssen wir nur ein bisschen umdisponieren. Wir werden jetzt mal hier Schluss machen. Du kannst hier theoretisch mal komplett bis hinten hinweg. Da wird jetzt erstmal nichts produziert. Ich überlege gerade, ich werde die Raffinerien. Aber hier ist ja schon das Öl. Das können wir gleich nehmen. Ölraffinerien habe ich. So. Da jetzt drin. Und auf der anderen Seite kommt es dann raus. Müsste auch für vier reichen. Ah ne, wir brauchen ja zweimal. Und hier kriegen wir jetzt einmal raus. Nur die Hälfte dürfte funktionieren. Blup. Machen wir mal so. Dann kommt hier da rein. Nehmen erstmal hier X-Ray und X-Ray. Es fehlt wieder Strom. Wie immer. So, dann kommt Wasserstoff. Wasserstoff. Hüpp, hüpp, hüpp. Hüpp, hüpp, hüpp. Mal überlegen hier, wie war das? Da genau, aus 2 kriegen wir dann 3er. Und hier kommt jeweils immer 1 raus und 2 davon. Also Öl haben wir dann immer noch mehr als genug. Also haben wir 2 und 2, 2, 2. Das passt. So. Du da rein und du da rein. Dann können wir theoretisch das hier auch schon mal wegnehmen. Für den Fall, dass wir es noch irgendwie optimiert kriegen. Also natürlich die Frage, wie lange brauchen die? Ich könnte mir vorstellen, dass ich denn doch 4er hinsetzen kann. Na, ich lasse das mal so. Okay, so, jetzt brauchen wir hier hinten noch ein paar Förderbänder. Collide. Kollidiert. So, dann machen wir hier schon mal Papp und zack. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir hier wieder sagen, Filter. Ja, Wasserstoff. Wasserstoff. Und das nächste Band. Ich habe schon zu wenig Bänder. Verrückt. Nächste Band ist natürlich hier wieder mal alles im Weg. Ja, nicht weinen, geht gleich weiter. So. Also ich muss eh warten. Na, dann kann ich auch mal hin hier, meine Drohnen, dass die nicht so weit laufen müssen. Research Speed. Slow. Ja, ich weiß, da ist auch gleich rot. Es kommt nichts mehr an. Ja, meine
Aber gleich geht's los hier. Jetzt geht's los. Da funktioniert was nicht. Ach so. Alles klar, ist vollgelaufen. Alter Schwede, wie viel kommt denn da raus? Ich brauche Bänder. Genau, schön hier. Mach das mal hier, dass ich hier schon mal das machen kann. Da kommt nur Graphit drauf. Und da kommt nur Graphit drauf. Sehr schön. So, dann wird erstmal weiter produziert. So, und das Graphit soll dann... Eigentlich muss es da hinten mit hin. Eigentlich muss es da mit drauf. Und da natürlich nicht. Das ist natürlich jetzt doof. Dann werden wir den mal... Nein. Das entfernen. Und werden der Gerät verbinden. Einmal gedreht und hallo, verbinden. Ist verbinden. Sehr schön. Jetzt habe ich natürlich das Problem. Ich weiß nicht, ob das passt. Ich kann ja immer zwischendurch mal was hier ranschalten, ja, und nachhelfen. Mit dem Graphit, weil ich produziere hier auch Graphit und es, hier darf es sich halt nicht stauen. Auf keinen Fall darf es... Also, das geht so nicht. Das darf sich nicht stauen. So, das ist voll. Da oben kommt es nicht hinterher. Kann das sein? Kann das sein, dass das hier schon zu langsam ist? Da oben kommt überhaupt nicht an. Wird es gleich hier verbraucht oder was? Aha, aha, aha. Alles klar. Das heißt, wir brauchen hier das Doppelte. Ach nee, wir brauchen von beiden zwei jeweils. Dann werden wir doch mal. Optimieren. Optimieren werden wir. So. So, ich bin wieder so weit weg. Ich komme. So, jetzt läuft es aber richtig schön hier. Jetzt müssen die alle voll laufen und dann müsste oben gleich was ankommen. Ja, sehr schön, läuft auch schon voll. Sehr gut. So, jetzt ist die Frage, reicht das eine hier aus? Wir brauchen, also der macht 10 pro Minute, ne? Also brauchen wir 20 Graphit pro Minute. Für einen. Wir haben 5. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Also 100. Kann man sich merken. Der macht 30. Pro Minute. So, und hier kommt... Kommen dann 15 raus. Und nochmal 15, 30. Das sind dann nur 60. Theoretisch reicht es nicht. Nicht mal ansatzweise. Wir können das ja mal hier oben beobachten. Es müsste dann hier oben nämlich immer weniger werden. Und es wird immer weniger. Und der hier ist auch nicht voll. Alles klar. Dann schalten wir nämlich den dazu. Zack. Und dann sollte das passen. Das hier ist nur ein Lager, da, falls ich mal Graphit brauche. Da geht auch nicht raus, nichts raus. Das ist voll. Okay, das sollte dann
funktionieren. Ich tausche den hier gleich mal aus, dass wir hier, dass das hier alles mal schön einheitlich grün blinkt. Blink, 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 blink. Sehr schön. So, haben wir das jetzt optimiert. Meine Forschung kann ich nicht weitermachen, weil ich, Blödmann, hier nicht aufgepasst habe. Fliegen wir mal kurz rüber. Inventory ist voll. Es ist schon wieder alles voll hier. C. So, so, so. Ich meine, echt, Stein brauche ich doch nicht mehr, weil ich habe das Glas ja hier. Ich brauche keinen Stein mehr. So. Titan eigentlich auch nicht. Das könnte ich ja mal umwandeln lassen. Plüpp. So, da haben wir die Kohle. Dann brauchen wir Graphit. Graphit haben wir auch alles da. Weil ich kann ja gleich das wieder... Achso, das kann ich nicht hier reinpacken, ne? Nee. Dann machen wir... Flip, entfernen. Na, Kohle können wir noch nehmen. So, dann brauchen wir... bisschen Holz. Mach ich noch nicht. Aber jetzt. Genau. So, dann kann das nämlich weiter forschen. Fliegen wir mal kurz hier rüber. Bum. Gucken wir mal da. Ja, hier die blauen. Das ist sehr schön. Das sammelt sich schon richtig schön an, das Zeug. Dafür wird jetzt bei einigen Forschungen sehr viel Energiematrix benötigt. Das brauche ich nicht mehr. Das kann auch erstmal weg. Ich brauche die Slots. Zack. Zack. So, haben wir wieder ein bisschen Platz. Alles klärchen. So, dann haben wir jetzt optimiert. Ich bin mal gespannt, ob das langfristig sich irgendwie stauen wird. Das sieht erstmal gut aus. Scheint alles ordentlich verarbeitet zu werden. Könnte fast meinen, da passt vielleicht noch inne dran. Ich werde das aber beobachten. Vielleicht können wir noch mehr draußen machen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ey, der zweite Tank ist auch fast voll. Gut, man kann den einfach löschen und dann wieder neu hinsetzen. Dann ist er halt einfach mal geleert. Ja. Aber ich will nicht zu viel für Strom ausgeben. Eigentlich will ich das nicht machen. Aber ich glaube... Na, ihn können wir noch dran setzen. Ne? Ihn können wir noch. Dann mache ich das mal... Passt das so, wenn ich da hinsetze? Und den hier lösche? Ja, passt nicht. Oh, 200 Kilowatt Megafull Power. Sehr schön. Ich brauche Energy und ich brauche Decorate. Habe ich nicht. Ich habe keinen Stein. Ich habe das erst gelöscht, ja. Ach, schön ist das schön. Ist das schön. Bumm. So. Gut, hier wird jetzt... auch Silizium produziert aus Stein, das brauchen wir theoretisch jetzt nicht mehr. Aber als Notreserve, damit ich nicht immer rüberfliegen muss, ja, können wir das mal lassen. Das ist natürlich sehr ineffektiv. Aber was soll's. So, da habe ich nochmal 100 Stück mitgenommen. Was hat er gerade gesagt? Ich kann davon 20 Stück bauen. Machen wir noch eins dahinter. Wuhu! Bumblebee in Fly Mode. Ich finde es cool. So, wie sieht's hier aus? Ist immer noch ist gleich geblieben. Also, ja, es könnte voll aufhören hier.
Finde ich gut. Oh, da hat es gerade geblinkt. Reicht die Energie schon wieder nicht, ja? Und ich habe hier extra... Oh, hier. Wie cool sieht denn das da hinten aus? Sonnenuntergang. Mega. Mega. Ja, guck mal, was ich hier gemacht habe. Foundations habe ich gesetzt. Ich habe die Erde aufgefüllt hier. Um hier noch weiter zu bauen. Das werde ich langfristig hier alles zubauen. Wahrscheinlich. Braucht man dieses... ja, wie heißt es denn? Das wird immer angezeigt. Ich weiß immer den Namen. Das ist auch real. Jedenfalls ist es die Erde, die abgetragen wird, wenn man irgendwas baut, kriegt man. Und die kann man dann wieder verwenden, um hier zuzuschütten zum Beispiel. 1500 blaue. Ach stimmt, ich forsche jetzt hier dieses verrückte Zeug hier. Und das und da. Halbe Stunde. 46 Minuten. 50 Minuten. das brauchen wir für... das ist aber auch... Das ist völlig am Rumblinken. Hatte ich ja in der letzten Folge schon. Ne? Ich habe das Spiel nicht neu gestartet. Zwei Folgen hier in einem aufgenommen. Ja, Intraplanetary Logistics System. Also das ist definitiv für einen Planeten. Da steht es nämlich auch in Klammern. Only enables the library around its own planet. So, kann man drei verschiedene Typen von Waren lagern, transportieren. Und beim interstellaren Logistiksystem dann 5. 3 ist jetzt wirklich nicht sehr viel. Wäre aber für die Grundressourcen gar nicht so verkehrt, dass man die... Weil die sind ja auch irgendwann alle. Ja, und damit man nicht hier die ganze Chose hier abreißen muss und irgendwo anders neu aufbauen muss, kann man das ja zentral bauen. Und das will ich machen. Als Logistikzentrum. Ich will hier Logistikzentren bauen. Und dafür brauche ich halt dieses komische Zeug da, diese komischen Partikel-Trap-Dinger. Und das forsche ich gerade. Sehr, sehr teuer. Titan haben wir, Stahl haben wir. Prozessoren kann ich herstellen. Also, ich kann die auf jeden Fall herstellen. Ich habe es noch nicht versucht, manuell hier automatisch zu machen. So viele Türme brauche ich ja davon nicht. Ich könnte 67 Stück davon herstellen. Ja, Silizium. Silizium brauchen wir dafür. Das machen wir mal lieber händisch. Achso, wir wollten ja Energie. Energie. So. Und blip und. Flip. Passt das noch? Das war nicht mehr. Nix. Hat nie mehr. So. Jetzt will ich mal gucken, reicht das, wenn ich hier vorne 1 habe? Ach, das ist ja schon voll. Das ist ja schnell. Okay. Hat eine Conversion Rate von 80%. Das ist auch nicht sehr effizient, ja. Aber gut. Bevor wir an die richtig großen Energiesachen rangehen können. Wir haben jetzt wir haben doch jetzt die Batterien erforscht. Alter, wo waren die da? Akkumulator, Power Storage. Da brauchen wir verrücktes Zeug. Verrücktes Zeug. Das fehlt uns. Na, das kann ich. Hab ich doch da, aber das kann ich. Ah, geht denn nur in die Replikator. Geht der nächste manuell in meine, in meinen Söhnen. Okay, ist okay. Input Power 600, Output Power 600 und speichern kann er 90 Megajoule. Das muss man testen. Das muss man einfach mal testen. Also brauche ich jetzt erstmal eine Schmelze, die das macht. Da kann ich doch da kann ich doch kurz mal hier rüberfliegen. Und da das hier ja alles so ineffektiv ist, machen wir einfach weiter mit ineffizientem Zeug und machen hier eine Schmelze.
und basteln uns hier mal so eine schöne Siliziumkristalle. Ja. Machen wir uns hier ein Lager. So, machen wir. Zack, da können wir ruhig eine 50% Bridge reinpacken. Weil so viel wird hier eh nicht produziert. Hier sieht man ja schon, es dauert eine gefühlte Ewigkeit. Da 6 pro Minute. Also wir kriegen 3 von diesen Siliziumplatten. 3 pro Minute. Okay, ist klar. Bräuchte 30. Also, alles gut. Da ist eigentlich völlig egal, was wir dafür einen Sortierer draufpacken. Der ist eh schlecht. Aber wir haben ja schon ein bisschen was produziert. Deswegen können wir das auch machen. So, jetzt haben wir dit. Wie viel brauchen wir da? Ach, 4 Stück, das hier doch. So, das haben wir auch schon freigeschalten. Das kann ich alles per Hand. Einmal. Boom. Oha, was hier alles. Und das müssten wir alles automatisieren. Ja? Ah ja, ja, keine Lust zu. Und so viel brauchen wir davon nicht. Das passt schon. Alles schick. Und ein Solarmodul haben wir. Ich würde gerne. Wir haben ja Silizium jetzt da. Oh, 43 Stück kann ich bauen. Und jedes einzelne bringt 360 Kilowatt. Aber halt nur am Tag. Wir machen mal 4 Stück dahinter. Achso, optimal wäre das natürlich auf dem anderen. Wenn wir hier gucken, hier ist Solarenergie 97%. Also hier ist Windenergie wesentlich besser. Auf dem anderen Planeten, da haben wir ja richtig gut Solarmöglichkeiten. Dann machen wir es vielleicht da, oder? Na gut, das dauert jetzt eine Weile. Das dauert eine Weile. Ach du heiliger Bimbam, wie lange dauert denn das hier? Mal zurück. So, da haben wir schon, da haben wir schon 70 Stück. Brauche ich ja nicht. Wo wollte ich hin? Hier wollte ich. Oh. Forschung. Forschung und Entwicklung. Was ist denn hier schon wieder los? Ah, das gibt's doch nicht. Hängt schon wieder am Strom. Na, wir haben doch hier noch. Was meckerst du denn? Brauch 17 und hab 20. Aber hier meckert das ganze Stromnetz, meckert. 36%. Was? Hackt's bei euch? Kann das sein, dass die hier... Seht ihr das? Da hatte ich mal was abgerissen. Ja, da ist Soilpile, das meinte ich vorhin. Hier, mit dem... mit der Erde. Wenn man irgendwas baut, dann kriegt man da... Ja. Sammelt sich das an. Jetzt läuft doch alles wieder. Das war das Problem, weil ich ja hier was abgerissen hatte, weil es im Weg stand und hab's nicht nah genug... oder habe ich es vergessen? Na dann ist er gut. Ich dachte schon, hier geht ja gar nichts mehr. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, meine Energie. Ja, halt. Hier. Und. Plupp. So, dann laden wir uns erstmal auf. So, davon haben wir Massen. Davon haben wir auch schon ordentlich was. Die kommen nicht hinterher. Wir brauchen mehr Matrix-Labore. Oha, das wird jetzt wahrscheinlich einen Moment dauern. Ich baue nochmal 5. Die setze ich dann daneben hoch. Die werden zwar nicht immer genutzt werden. Immer nur, wenn halt mal ordentlich was auf Lager ist. Für
für die großen Sachen auf jeden Fall. Und dann müssen wir ja demnächst dann mit der Dingsstruktur hier anfangen. Oder? Strukturmatrix. Weil so weit ist es ja auch nicht. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen mit den Kristallen. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Dann haue ich das hier gleich hintereinander weg. Jeweils 1000. Ja. Und dann können wir... Alles klar. Das wird eine Weile dauern. Aber brauchte ich da nicht... Ach nee, das brauchte ich dafür. Okidoki, so. Oh, jetzt haben wir ja hier auch was. Transportating. Ach, stimmt. Ach, jetzt habe ich hier wieder nichts. Was fehlt denn hier schon wieder? Irgendwas. Irgendwas Seltsames. Das wird hier nicht mehr angezeigt. Nee. Das wird da nicht mehr angezeigt. Schade. Schade, schade, schade. So, jetzt bin ich erstmal wieder voll. Plipp. Hier ist noch nichts passiert. Achso, der baut noch die Batterie. Die eine Batterie. Dann kommen noch die 4 Solarmodule. Dann haben wir 5. Und dann werden wir mal einen Test starten. Aber wie gesagt, das machen wir auf dem anderen Planeten. Auf Arietes 2. Würde ich sagen, ja. Weil da haben wir mehr davon. Hier macht Windenergie mehr Sinn, also bauen wir, pflastern wir hier den Planeten zu mit Windenergie. Kein Thema, machen wir. Alles gar kein Thema. Klasse, es kann ja nicht so schnell verforscht werden, wie es produziert wird. Mega. Hier auch. Und das trotz dieser kleinen Mini-Produktion hier. Läuft doch. Was ist da los? Voll? Übervoll. Okay, hier ist alles übervoll. Ha! Müsste man da ein bisschen... So, Lager... Das ist alles voll. Okay. Stahl ist auch voll. Und hier... Oha! Hier staut sich der Wasserstoff. Hier staut sich der Wasserstoff. Ja, ist gleich Ende. Ist gleich Ende, Melende. Das ist natürlich nicht so schön. Hier ist aber alles voll. Also müssen... Können wir hier noch weiter produzieren? Dann haben wir ausreichend Wasserstoff, um noch mehr zu bauen. Ja. Das war ja auch der Plan. Dann werde ich... Diese gefällt mir nicht so. Ja, da werden wir nicht drum rumkommen. Da müssen wir mal gucken. Weil noch weiter stapeln, da brauchen wir jetzt, glaube ich, schon Struktur. Nee, können wir. Naja, dann machen wir da erstmal, machen wir das immer halt weg hier, dann hauen wir danach. Da drin. Na, und dann können wir doch das noch weiter stapeln. Nochmal 2 drauf und dann sollte das doch wieder passen. Dann produzieren wir wieder mehr, dann forschen wir automatisch wieder mehr. Hauen da oben auch noch 2 drauf, die wir ja hier gerade bauen, die gleich fertig sind. Genau. Sind im Bau. Sehr cool. Na, und dann, ja, dann schauen wir uns morgen das Logistiksystem an. Wenn wir das hinkriegen, wissen nicht. Ich glaube, wir gucken uns morgen erstmal die Solarpaneele an. Die bauen wir erstmal auf Arietes 2 und dann. Ja, dann geht's weiter. Immer Schritt für Schritt. Aber ich finde das schon mega, dass wir jetzt schon im Sonnensystem rumfliegen können. Ich würde gerne mal den Gasriesen hier, den wir umkreisen, mal angucken. Aber da gibt's. Ich glaube. In der Forschung, da war irgendwas mit Gas extrahieren, Gas extracting, bla bla bla.
Irgendwo war es hier. Es sieht aber auch immer, es sieht alles so strange. Ah, hier. Genau. Gas Giants Exploitation. Genau, dann können wir da auch noch irgendwas rauszerren. Ja? Mit diesem Orbit Collector. Aber wenn ich schon sehe, was der da braucht, ja, da wird mir doch schon wieder Angst und Bange. Das ist ja für später mal. Für später mal. Ach, schön. Doch mal, es wird langsam. Es wird langsam. Ich komme langsam rein hier ins Game. Sehr schön. Ja, dann lasst ein paar Kommentare da. Wie weit seid ihr schon? Habt ihr auch schon andere Planeten gefunden? Wie produziert ihr eure Energie? Würde mich auch mal interessieren. Ich will ja langfristig auf Ökostrom, ja. Aber es wird wahrscheinlich schwierig. Oh, da hinten die Sterne. Cool. Alles bewegt sich hier. Kriegt man sonst immer ja nicht mit, weil man immer nur auf der Erde guckt. Geil. Schön. Nee, gut, alles klar, Leute. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß und bis morgen. Ciao.